Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trainsim World 4 hier auf meinem Kanal und in Rheinstrecke. Ich habe ja gesagt, ein bisschen Deutsches im Wechsel auch immer mit dabei, weil wir einen deutschen YouTube-Kanal hier betreiben. Und da sind wir hier schon mal verkehrt. Wir gehen in die Strecke auswählen. Linke Rheinstrecke wählen wir aus. Da ist er. Und dann haben wir hier noch zwei Szenarien. Und dann nehmen wir den Rotrhein heute mal an. Fahren Sie eine Regionalbahn, während draußen ein sinnflutartiger Regensturm wütet. Jawohl, das wollen wir tun. Das wollen wir machen. Da sind wir für da. Und damit legen wir jetzt los. Ihr dürft den Kanal wie immer abonnieren. Ihr dürft die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen, werden auch von mir persönlich beantwortet. Und für alle von euch, die noch nicht auf dem Discord sind, der Link dazu, der ist wie immer in der Videobeschreibung. Und wollt ihr mich, den Kanal und die Community aktiv unterstützen, werdet Mitglied hier auf diesem Kanal. Werbung Ende. Rotrhein, da sind wir. Mit der 110 geht es los hier. Guten Tag, heute werden Sie diese Regionalbahn Richtung Süden nach Bingen Hauptbahnhof bedienen. Behalten Sie das Wetter im Auge. Jawohl, jawohl, jawohl. Und dann steigen wir erstmal ein in den Hobel. Und dann wollen wir die Kiste mal aufrüsten. Zack, zack. So, Richtungswende vorwärts haben wir. Bremsschlüssel, den haben wir hier. Türen entriegeln, das machen wir auch. Habe ich hier eigentlich einen Wahlschalter? Ne, habe ich nicht. Gut, wir gucken, wir kontrollieren mal kurz. Zugspitze haben wir. Instrumentenbeleuchtung ist auch an. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal machen würde, ist mir kurz die PZB anschauen und das ein bisschen dunkler machen. Ah, ja, genau. Dann sieht man das besser. Ein bisschen heller kann es schon noch sein. Nein, nicht so hell. Gut, so. So. So sieht man das doch ganz gut, oder? Scheibenwischer lübt. Wir sitzen natürlich in einer ziemlich blöden Ansicht. Aber wir sehen zumindest die Signale. Da hat einer den Scheibenwischer zu kurz gebaut. Wir machen die Türen zu. Lösen die Bremsen mal. So, da sich die Bedingungen zunehmend verschlechtern, gibt es eine Unwetterwarnung und eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Denken Sie daran, auf der Weiterfahrt alle kommenden Signale im Auge zu behalten. Geschwindigkeitsbeschränkungen sind jetzt aktiv. Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeiten und alle kommenden Signale. Okay. Wollen wir erstmal losdüsen hier. Dann geht's direkt mal nach Rehens. So, wir haben 60er Ausfahrt, 90er Ausfahrt. Entschuldigung, nicht 60. Aber wir haben AP1, Fahrplangeschwindigkeit wäre 90. Dann geht es mal auf meiner Haus- und Hofstrecke los hier. Was sind denn die Geschwindigkeitsbeschränkungen? Die werden uns hier natürlich nicht mitgegeben. Da redet wieder keiner mit uns. Aber er scheint auf 90 zu bleiben. Ja, das wird dann eine relativ lange Tour. 90 bis nach Bingen. Ja, sogar eine Stunde unterwegs. Und dazu fahren wir ja auch maximal 100. Daher kann ich das so ungefähr einschätzen, wie lange wir brauchen werden. Dynamische Bremse ein bisschen zur Hilfe. Leichtes Gefälle hier. Eigentlich ist der Rhein, eigentlich was Gefälle betrifft, relativ entspannt. Beide Seiten. Muss man sich eigentlich nie viele Gedanken machen. Da wir ja die Beschränkungen hier haben, müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen. Da kommen wir nicht drum rum. Wir lassen uns den Dach nicht verderben. Eine Stunde 10. Ich hoffe, dass ich es jetzt heute, also es ist jetzt Sonntag, ich nehme jetzt gerade auf, es ist 12:30 Uhr, dann wenn ich hier fertig bin, ist es 13:50 Uhr circa.
werde ich noch ein Video schaffen. Da bin ich bis Dienstag auf jeden Fall schon mal safe, was Trains in World betrifft, weil dann geht es ja auch schon weiter mit meinem Tagesplan hier. Nämlich, oh ja, dann kann die Leistung aufschalten, wenn ich die Dynamische Bremse noch drin habe. Die ist gar nicht drin. Ups. So. Um 17 Uhr ist Handball. Ha. Und ich ging 20 Uhr aber erst wieder zu Hause. Ich muss mein Fahrrad gleich noch aufladen, ganz wichtig. Brauche ich nämlich nachher. Ich fahre nämlich mit Mini-Flauchi. Und Fahrrad zum Handball. Noch ein paar Szenarien tatsächlich offen. Dieses 204-Szenario, das ist das, was mich wahrscheinlich noch quälen wird. Weil da drücke ich mich schon ewig lange vor. Oder muss auch irgendwann gemacht werden. Ich muss mal die Szenarien wirklich durchzählen. Den Raum auf dem Discord gibt es ja nicht mehr. Bin jetzt gerade dabei, mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und die ersten Notizen zu machen. Da auch das Schöne, man kann hier schön Notizen machen im TSW-Tracker. Wenn ihr den TSW-Tracker haben wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann schicke ich euch den. Für alle von euch, die den TSW-Tracker noch nicht kennen, dann könnt ihr den Fortschritt von euren DLCs beziehungsweise von euren eurem Spiel festhalten in Form von Collectibles, Achievements, Journeyfahrten, die Szenarien und die Servicefahrten und könnt dann so ein bisschen gucken, wo ihr den weitesten Fortschritt habt. Und dann gibt es dort auch unter anderem eine Stats-Anzeige, wo dann Statistiken drin zu sehen sind. Und dort gibt es dann Leaderboards. Und auf diesem Leaderboard bin ich aktuell auf Platz 14. Dann gucke ich mal, ob mir dort bekannte Namen entgegenkommen. Der Torschuh auf jeden Fall. Der NilTV8, den kenne ich auch. Das ist ein YouTuber. Dann komme ich schon auf Platz 14. The Game Compilation. DLC Rankings gibt es ja auch. Naja, wollen wir uns heute nicht mit befassen. Dann sind wir gleich in Rehens. Und trotzdem noch pünktlich, obwohl wir nur 90 fahren dürfen. Normalerweise wäre hier 140. Da frage ich mich natürlich, wie wir die Fahrzeit halten sollen. Aber egal. Ist wahrscheinlich ein Schlechtwetterfahrplan bei der DB Netz AG. Entschuldigung, DB Infrago heißt es ja. Nicht mehr DB Netz. Derselbe Scheiß, ein anderer Name. So kann man es auch sagen. Das hat ja schon in vielen Firmen funktioniert. Bei der Hamburg-Mannheimer Versicherung zum Beispiel hat es auch funktioniert. Nachdem dort rausgegangen ist, dass die Gangbang-Betriebssitzungen und Feiern gemacht haben, heißt das heute Ergo-Versicherung. Neuer Name, derselbe Scheiß, ne? Kann man so sagen. So, willkommen in Rehens. In Rehens regnet's. In Rehens regnet's. Noch ein bisschen später an der Bremse gehen können. Aber nun gut. Bei schlechtem Wetter kann man auch mal vorsichtig fahren. Ja, da weißt du, unser nächster Halt wäre dann Rehens. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Natürlich nicht, der ist rechts. Wie lang sind wir eigentlich? 147 Meter. Sollte so ein Lokführer schon mal wissen. Hier hinten dran. Jawollo. So, Schatten auf. Pole tot.
Niedertalbahn sind auch noch zwei Szenarien offen, wenn das hier noch stimmt, meine Liste. Dann, aber da kommt jetzt linke Rheinstrecke, dann habe ich hier ganz, ganz, ganz viel Ausland und dann kommt die Niedertalbahn irgendwo ganz unten am Bildschirmrand. Habe ich jetzt schon den Hauptschalter gekillt? Wollte gerade sagen. Oh ne, ich habe nicht den Hauptschalter gekillt, ich habe den Regen im Nacken. Gas gegeben. Für das hervorragende Wetter, was wir haben. Unser nächster Halt, der wäre dann Spey. Gigi gerade mal zur Mama lassen. Der Gigi Bu. Wir so schön, sind so schlau, sind so schlank und rack, werden wir Miss Wakiki. Towel to the left, towel to the right, and don't forget the Willy. Handtuch könnten wir hier auch gebrauchen, aber ich sitze ja in meiner warmen Lokomotive. Komm, lass rollen die Kiste. Die dynamische Bremse schon mal zur Hilfe. 800 Meter. Oh, umso langsamer wir werden, umso weniger Bremskraft haben wir auf der dynamischen Bremse. Ist natürlich klar, weil das ist ja Bewegungsenergie. Und umso weniger Bewegungsenergie wir haben, umso weniger wird die Bremskraft natürlich auch, weil die Fahrmotoren quasi in Generatoren umgewandelt werden. Wobei dieser Lokomotive wenig bringt, weil die nicht zurückspeist. Sehr verehrte Fahrgäste, unser Ausstieg heute in Fahrtrichtung... vorne. Ich lege die direkte Bremse schon wieder an, löse die Luft. Auf 2 Bar. Dann sollte hier nichts wegrollen. Müssen gleich beim Anfahren ein bisschen vorsichtiger machen. Damit ich nicht wieder ins Schleudern beim Losfahren komme. Und dann geht's nach Boppard Hauptbahnhof. Schönste Streckenabschnitt, mit einer der schönsten Streckenabschnitte hier auf der Strecke. Der Bobberter Hahn. Da, wo das gute Zeug gemacht wird für den Pelzer. Der gute Alkohol. Ich denke, morgen ein Doppelglas mit zur Arbeit zu nehmen. Wurde gefragt, ob ich ein Doppelglas für jemanden hätte. Wir haben hier einen ganzen Schrank voll.
Mit Doppelgläser. Kennt ihr Doppelgläser? Also die Pelzer kennen Doppelglas auf jeden Fall. Da ist ein Glas mit Auswulzungen drin. Das hat sich mal ein Metzger überlegt, so zumindest mal die Legende. Damit er, wenn er mit seinem Fleisch fertig ist, das Glas noch festhalten kann. Da wird hier die Schorle getrunken, die Pelzer Schorle. Die ich eigentlich auch ganz gerne trinke. Im Sommer trinke ich unheimlich gerne mal so eine Weißweinschorle. Also da bin ich schon eingepelzert. Was die Schorle betrifft. So, ich lass mal wieder gemütlich rollen, 3 Promille Gefälle. Die Rolleigenschaften von 110 mit dem Wagen hinten dran ist eigentlich relativ entspannt. Wieder ein bisschen Leistung bis nach Bobbert. Dass wir die 90 so bis kurz vor Bobbert halten. Von der Zeit her sieht das sehr gut aus. 3 Minuten für 2 Kilometer oder 2,8 Kilometer. Das ist entspannt. Dürfen wir jetzt wirklich nur 90 bis Bingen fahren, das ist unglaublich. Aber nun gut, soll vorkommen. Ich habe das noch nicht erlebt, dass ich irgendwo eine Geschwindigkeitsbeschränkung per Befehl bekommen habe wegen schlechtem Wetter oder so. Da bin ich bis jetzt weitestgehend von verschont worden von solchen Arien. Aber es kann durchaus vorkommen, dass man da Einschränkungen bekommt. Also das ist nicht unrealistisch. Im Gegensatz zu anderen Dingen, die wir hier schon getrieben haben in diesem Simulator. Geil. Das ist geil hier wieder. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Ihr wisst ja, Deutsche Bahn, ne? Alles unter 5 Minuten 59 ist immer noch pünktlich per Gesetz. Also per selbstgeschriebenem Gesetz. Könnten eigentlich auch mal den Anzeigenhauptmeister hinschicken. Denn da steht 5,59, da steht da 5,59 und nicht 6 Minuten. Hast du das kapiert? Ich möchte doch nur für Recht und Ordnung sorgen. Gute Martin.
Nee, Niklas heißt er, ne? Er hat, auf einem Foto habe ich gesehen, eine Bluepix-Karre hat er hops genommen. Irgendwo. Ah, bin ich ein bisschen zu kurz gekommen. Dann bremsen kann die Kiste. Dann machen wir die Türen auf, bremsen, lösen. Ist auch gelöst, wunderbar. Und dann geht's gleich nach Bobbert Bad Salzig. Ein paar Halter haben wir noch. Alle drin? Alle im Trockenen? Sehr schön. Nicht so viel. Na, Fahrstufe 5 ist schon zu viel. Nur noch ein bisschen langsamer anfahren. Schauen wir, wo wir morgen unterwegs sind. Machen wir jetzt wieder 2 Tage Ausland und dann wieder eine Runde Deutsch, oder? Ich glaube, damit können alle gut leben. Dann haben wir so einen gesunden Wechsel und immer auch wieder was Deutsches dabei. Irgendwann habe ich alle Szenarien durch und dann können wir uns voll auf den Journey-Modus stürzen. Dann müsst ihr in den Livestreams auch nicht mehr so viel mit dem Journey-Modus leben. Überlegen, haben wir schon irgendwo den Journey-Modus durch? Ich glaube auf der Niedertalbahn, oder? Uns mal sortieren hier. Naja, auf der Niedertalbahn würde noch eine Fahrt fehlen. Nur die Frage, welche. Ich glaube, das war so eine 5-Minuten-Fahrt oder so. Vielleicht mal im Livestream machen. Dann die Bakerloo-Line und die Schnellfahrstrecke ist fertig mit dem Journey-Modus. Die New Bakerloo-Line, da fehlt noch eine Fahrt. Ich glaube, das ist sogar noch ein Szenario. Und die Taranta-Rampe, da sind wir schon bei 26 von 34, also auch gar nicht mehr so weit weg. Wird weniger. Mal durchgucken, 41 ist jetzt mal die höchste Zahl, die ich jetzt mal hier kurz entdeckt habe. 47 auf der Main-Spessart-Bahn. 57 auf der S-Bahn Zentralschweiz. Halter hier 57 anscheinend, was den Journey-Modus betrifft. Ja. Wer danach aus? Four DLCs I have hidden. Das sind die DLCs, die ich zu 100% durchgespielt habe. Sag's mir die jetzt nicht an, mein Freund. Das ist die Class 31. Das ist das Heavy Freight Pack. BR 155 und das Trainingszentrum. Ups. Ich wollte mal anfangen zu bremsen hier langsam. Ja,
Und dann sind wir im Bad Salzig. Ui, mir fällt gerade ein, ich habe noch zwei Einführungen abzufahren. Das könnte ich vielleicht die Woche mal machen. Bevor dann die London Overground kommt, dann habe ich nämlich die ganzen Einführungen auch durch. Mal gucken. Ich glaube, das war einmal Dampflok und einmal die AC440. Legen wir wieder an. Ach, jetzt nach. Jetzt nach. Oh ja, einer sagt, ich würde hier irgendwas verkehrt aussprechen. Wir fahren mal mit Fahrstufe 4 an. Das sieht sogar ganz gut aus. Müssen wir uns merken, Fahrstufe 4 zum Anfahren. Dann haben wir Bobbert hinter uns, wenn wir in Hitznach durch sind. Dann geht es über Sandgoar, Oberwesel, Bacharach, Niederheimbahn, Trächtigshausen. Und dann sind wir auch schon in Dingen. Oh ja, wir sind ein wenig zu schnell. Ich habe jetzt nicht aufs Tempo geachtet hier. Kein Problem für den Lokführer von Welt. Oder solange kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt, ist mir das sowas von Wumpe. Natürlich nur im Spiel, in der Realität wäre mir das nicht Wumpe. Und dann haben wir die paar Sekündchen Verspätung jetzt auch aufgeholt. 30,47% habe ich hier erledigt. 6.927 Aufgaben von 2.733. Ich bin schon mal ein Viertel durchgespielt. Denke aber nicht, dass es möglich sein wird, als Let's Play das Ganze durchzuspielen, bis dann wirklich ein komplett neues Spiel als Nachfolger dicht ist. Das halte ich für nicht denkbar. Ich finde das schön an der Strecke, dass man die ganzen Fernsprecher sieht. Die sind in der Realität teilweise auch noch da. War ja früher an den Signalen die einzige Chance, den Lokführer bzw. den Fahrdienstleiter zu erreichen, je nachdem, in welche Richtung man kommunizieren wollte. Da habe ich wieder ein bisschen zu früh gebremst. Also kann ich schon noch mit mehr Schwung ranfahren an die Station. Bin da sehr schüchtern mit der 111. Oh, die Tür muss ich auch noch aufmachen, ne? Sonst können die ja nicht einsteigen. Vögel.
Das geht ja gar nicht. Tür zu. Äffchen tot. Fahrstufe 4 habe ich gesagt zum Anfahren. Das machen wir dann mal eben. Mini-Flausch hat ein komplett neues Kinderzimmer gekriegt gestern. Einfach mal so spontan. Weil meine Frau wieder so einen Anflug von ADS hatte. Ist dann immer teuer für mich. Gestern war es mal wieder soweit. Mach ruhig mal ein bisschen mehr Gas. Sankoa zieht sich jetzt auch erstmal 9 Kilometer. Ich bin irgendwie gerade noch von auf einer amerikanischen Strecke vom Kopf her, nicht wundern. Jetzt werde ich schon wieder zu schnell. Eieieiei, Rama, Rama, Rama. Was machst du da wieder für Sachen? Lass ihn einfach mal rollen. Kommt uns da entgegen ein Steuerwagen, eine Regionalbahn. Auch mit der 110 hinten natürlich dran. Die 111, die kann man hier auf der Strecke, glaube ich, zwar fahren, aber nicht. Also, wir fahren ja eh ein Szenario, da werden wir eine 101 nicht sehen. Ne? Das ist ja. Ist klar, Atze, ne? Na, der Bahnhof Werlau ist das hier. Reiner Betriebsbahnhof zum Überholen, Kreuzen, Enden und Enden von Zügen und Beginnen von Zügen könnte man hier theoretisch auch machen. Machen wir mal die 8. Machen wir mal die 7. Damit wir gerade so die Geschwindigkeit halten. Oh, halt erwarten. Oh, ist gar nicht unser Vorsignal. Auch nicht schlecht. Wir nehmen das, was jetzt um die Kurve kommt. Das könnte natürlich unseres sein. Sankoa ist mal das Stellwerk abgefackelt und dann ging hier auf der Rheinseite gar nichts mehr. Ich glaube, Stellwerksimulator bedient man auch nur bis Sankoa. So, in der Nähe von Oberwesel wurde ein umgestürzter Baum gemeldet, der die Strecke Richtung Süden blockieren. Die werden an der nächsten Station anhalten und weitere Anweisungen abwarten müssen. Okay, also in Sankoa ist unsere Fahrt erstmal beendet. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Schauen wir mal.
oder in St. Goa. Oberwiesel wäre der nächste Halt. Ey. Bist doch aus, Kollege. Das Signal nach vorne ist schon gestellt. Langsam Fahrt. Erwarten. Wir werden wahrscheinlich gleich ins Gegengleis gehen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Das heißt, lass also erstmal die Fahrgäste raus hier. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Pünktlich sind wir auch noch. Willst du mehr? So, dann gib uns mal Anweisungen, Kollege. Sie haben die Freiheit bekommen, ein Stück über die Strecke Richtung Norden weiterzufahren. Sobald Sie das Hindernis überwunden haben, werden Sie zurück auf die Strecke Richtung Norden geleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie mit reduzierter Geschwindigkeit an der Stelle der Vorfahrt vorbeifahren und achten Sie auf andere Züge, die noch im Einsatz sind. Okay, also wir dürfen fahren. Fahrstufe 4 haben wir gesagt zum Anfahren. Das reicht bei dem Hobel. Jetzt würde ich am liebsten mit der Flycam vorausfliegen und mal gucken. Den Thumbnail machen. Wir müssen erstmal durch den Tunnel. Wir dürfen hier eh nur 60 fahren. Also jetzt nicht wundern, dass ich das mit den 60 weiß, aber ich kenne halt die Strecke. Das ist meine Lernstrecke. Auf der habe ich das Eisenbahnfahren gelernt. Zumindest, ja, behaupte ich, dass ich was gelernt habe. Man weiß es ja immer nicht. Hat er was gelernt? Hat er was gelernt? Das weiß er selber nicht. Langsamfahrt vor Signal Wiederholer. Langsamfahrt erwarten. Das Gegenteil von dem, was wir mit der 103 hier schon mal gemacht haben, als wir aus der anderen Richtung gekommen sind. Jetzt gucken wir mal kurz. Ups. Wollte ich jetzt nicht. Ah, guck mal da. Perfekt. Die fand ich vergessen. Ich hoffe, da ist ein passendes Bild dabei. Sehr schön. Mal kurz gucken, ob das Bild gut ausschaut, was ich da jetzt gekriegt habe. Ja, das kann man benutzen. Das kann man benutzen. Letzte Zeit habe ich wieder so eine kleine Verzögerung drin, von ich drücke Screenshot machen, bis Screenshot dann wirklich gemacht wird. Aber das Bild kann man nehmen für das Szenario, das passt auf jeden Fall. Oberwiesel mit 41,30 wird jetzt ein bisschen eng.
Kosten hier immer noch auf die 90 festgenagelt. Gehe ich mal von aus zumindest. Wo ist mein DTG-Kugelschreiber schon wieder? Meine Frau klaut nämlich immer meine Kugelschreiber und dann nimmt sie sich immer die, die sie nicht haben soll. Weil da verschwinden nämlich auch gerne mal Kugelschreiber. Wollen wir auch nicht. Meine Keime. Mhm. Kugelschreiber sind so ein bisschen wie Gold. So, eine schöne 103 mit den Interregio-Wagen hinten dran. Oder Intercity. Interregio waren ja blau. Habe ich mir mal erklären lassen. Bin ja in der Zeit, wo diese Züge hier durch die Gegend gefahren sind, mit diesen roten und blauen Wägelchen, da kannte ich nur Regionalbahn. Das war Regionalbahn nach Sylt. Oje, oje. Krieg es nicht mit, wenn Menschen an mir vorbeilaufen. Unglaublich. Meine Schwägerin ist wieder da. Ich hab's nicht mitbekommen, dass sie überhaupt in eine Wohnung gekommen ist. Ey, ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich gehe morgen zum Arzt. Jetzt Zeit für die Notschlachtung. Das hat hier alles keinen Sinn mehr. Aber wir kommen in Oberwiesel. Da weiß ja der nichts halt, ist Oberwesel Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wie bei der Hamburger Hochbahn früher immer, wenn sie in der DT3 noch die Ansagen gemacht haben. Oberwesel. Das ist Fahrtrichtung. So hörte sich das früher mal an, wenn sie in Hamburg Durchsagen gemacht haben, weil man nichts verstanden hat. Da, einmal so. Einmal so. Einmal so. Anlegen, nicht lösen. Wir sind sogar noch pünktlich. Also, wie gesagt, wir haben ja, ne, die 5 Minuten 59 Sekunden. Die haben wir als Zeit da. Mal die Kohle in die Hand genommen. Dann fahren wir erstmal an, würde ich sagen. Bacharach, der nächste Halt. Mal ab geht die wilde Luzi. Die Maus machen wir mal weg. Wollen wir nicht sehen, sowas. Weiße Mäuse. Wisst ihr immer, ne? Wenn ihr weiße Mäuse seht, ist noch alles okay. Wenn ihr rosa Elefanten seht, dann solltet ihr euch anfangen, Gedanken zu machen. Das ist nämlich eher suboptimal für den rosa Elefanten. Bock auf ein Weingummi.
Da fordere ich jetzt einen von. Wir sind weiter auf der 90. Wahnsinn. Aber ich muss noch Fahrstufe drin lassen, weil sonst reicht das nicht. Hier noch Weingummi. Ich muss das gerade mal überlegen, was für eine Lokomotive ich hier habe. Ich war gerade, jetzt im Kopf her in der 103. Aber ist es ja gar nicht. Fällt mir gerade mal ein, ich kann gerade mal gucken. Gestern ist ja der Bergeli, der heute Geburtstag hat, wenn ich das hier aufnehme, unterwegs gewesen. Mit einer 103. Mal gucken. Ah, das war schon. Das ist noch nicht die alte Bauserie, ist die neue. Leichte Verspätung haben wir im Bacharach, aber auch wieder nur Mütchen, nix Weltbewegendes. Ah, schon wieder zu viel Bremse hier, glaube ich. Ja, ich bin auch noch da. Das ist nicht die SIFA, das ist die Türsteuerung. Das muss ich mir echt abgewöhnen, dass bei 30 km/h das Piepen nicht meine SIFA ist. Ich erschrecke da jedes Mal. Und das immer noch, obwohl die Strecke jetzt auch schon fast ein Jahr alt ist. Das gibt's doch gar nicht. Wann lerne ich es denn endlich? So, Schatten auf. Ist eigentlich für den Knopf hier oben. Eine Lichtschalterkonstruktion. Niederheimbach, unser nächster Halt. Bei wunderschönem Wetter hier.
hast genug Krach gemacht, liebe Lokomotive. Das freut mich aber. Ich bin mal gespannt, ich glaube in Bing werden wir wieder auf 201 gehen. Bing ist so das beste Beispiel dafür, was man mit einem Bahnhof hat, wenn man keinen Platz, also macht und was, wenn man keinen Platz hat. Da haben sie echt improvisiert mit dem Bahnhofsgebäude in der Mitte vom Bahnhof quasi und mit dem Straßenanschluss auch in der Mitte vom Bahnhof. Aber hier am Rhein ist ja bekanntlich nicht so viel Platz im Rheintal. Das sollte hinreichend bekannt sein. Man da keine 15-spurige Autobahn durchzimmern kann. Ja, doch, könnte man machen. Sieht halt scheiße aus, ne? Und ist, glaube ich, auch nicht so gut fürs Weltkulturerbe, welches ja das Rheintal, das mittlere Rheintal immer noch ist, ne? Und die Eisenbahn gehört da auch dazu, zu diesem Weltkulturerbe. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ne? Explizit mit kein Naturkulturerbe, sondern ein Weltkulturerbe. Ein Weltkulturerbe hat ja auch immer irgendwas damit zu tun. Mit irgendeiner Kultur oder kulturellen Sache. Die Dresdner haben da ja nicht so viel Wert drauf gelegt. Die Hamburger haben sich jahrelang drum beworben und haben am Ende dann ihre Speicherstadt als Weltkulturerbe bekommen. Was ja auch wirklich beeindruckend ist, wer von euch schon mal in Hamburg war und die Speicherstadt schon mal gesehen hat. Der, also ich finde die Speicherstadt bis heute noch beeindruckend. War schon 130 Jahre alt, die Kontor, 140 teilweise sogar. Für Teppich, Kaffee und Gewürze, die dort gehandelt worden sind. Da war das ja auch noch Zoll, also Freihafengebiet. Also konnte zollfrei gehandelt werden. War noch bis 2001, glaube ich, der Fall. Ich habe es noch erlebt, dass ich an der, also wenn ich in die Speicherstadt wollte und mir das angucken wollte, musste ich noch am Zoll vorbei. Als Kind. Aber ich musste nichts verzollen, weil ich habe ja nichts da gehabt. Also ich war ja Kind. Also ja. Eigentlich auch geil, ne? Hätte ich mal ausnutzen sollen. Immer so schön Teppich unter dem Rock. Nee. Heute sind dort ja viele Start-ups. Kaffeeröstereien haben wir noch relativ viele in der Speicherstadt. Es gibt auch noch Teppichhändler. Und natürlich Miniaturwunderland Hamburg Dungeon auch in der Speicherstadt. Ich glaube, das Miniaturwunderland könnte bald schon ein eigenes Weltkulturerbe werden. Da bin ich jedes Mal erstaunt. Ich gucke ja immer Gerrits Tagebuch. Gerrit Braun ist einer der, der Gründer des Miniaturwunderlandes. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt aber. Und da gibt es immer Gerrits Tagebuch. Und momentan verfolge ich so ein bisschen, wie sie die Formel 1 Rennstrecke da in Monaco bauen. Immer wieder beeindruckt, was sie da eigentlich auf die Beine stellen und wie bekloppt die alle sein müssen. Ich hätte da die Geduld nicht für. Ich könnte mich da bewerben, maximal, was weiß ich, um Pommes zu brutzeln in der Kantine. Aber ansonsten könntest du mich dafür nichts gebrauchen. Wobei, die technischen Sachen, die könnte ich vielleicht noch ganz gut hinkriegen. Also, was so Schaltpläne und so betrifft, da steige ich doch relativ gut durch. Ich habe auch früher meine Elektrogeräte immer selber repariert als Jugendlicher, wenn irgendwas kaputt war. Könnte ich heute natürlich nicht mehr. Heutzutage muss man für alles immer einen PC haben, wenn man so will. Also alte Stereoanlagen und so, die würde ich heute noch repariert bekommen, mit Transistoren austauschen und so ein Döns. Bin ich auch meine Orgel gekommen. Ich hatte als Jugendlicher eine Orgel daheim, eine Hammond-Orgel. Und an die bin ich gekommen, weil dort was drinne kaputt war und derjenige, der das Ding nicht wusste, was er damit anfangen soll, der hat zu mir gesagt, wenn ich das Ding repariere, darf ich es behalten umsonst. Ich glaube, das war damals für den Kirchenbasar bei uns. Und dann habe ich das Ding tatsächlich repariert, indem ich eine Sicherung ausgetauscht habe. War nur gar nicht so einfach, an diese Sicherung ranzukommen, weil diese Glassicherung, die gab es damals schon eher schwierig, so eine Dinger zu besorgen. Die hat man aber nicht mal eben im Baumarkt schon, aber nicht mal eben im Supermarkt gekriegt, diese Sicherung.
Vorletzter Halt, Trächtingshausen. Wir sind 50 Minuten unterwegs, also kommen wir mit einer Stunde 10 eigentlich auch ganz gut hin. Hier mit dieser Ziegelsteinwand, das ist jetzt zwischen eine Betonwand. Ich weiß aber nicht, ob das früher mal eine Ziegelwand war. Als ich hier angefangen habe zu fahren an der Strecke, da wurde das gerade alles renoviert hier. Also hier zwischen Trächtingshausen, Niederheimbach und Trächtingshausen und Bingen. Also in beide Richtungen quasi. Auf der anderen Seite, auf der rechten Rheinseite, ist ja sehr kurioser Radweg entstanden. Könnt ihr mal googeln. Der teuerste Radweg der bundesdeutschen Geschichte, glaube ich, habe ich mal irgendwo ganz plakativ gelesen. Da steht schon die nächste Regionalbahn. Ganz schöner Verkehr hier. Trotz schlechtem Wetter. Ja, diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Diesmal habe ich dran gedacht, dass es die Türsteuerung ist und nicht die SIFA. Das ist aber die SIFA. Noch zwei verschiedene Geräusche, ne? Kann man auch dadurch entscheiden. Aber man erschreckt sich halt jedes Mal durch dieses Geräusch. Weil das ist doch sehr ein penetrantes Piepen. So, das eine Kind ist weg. Mama fährt auch demnächst weg. Sitzt ja an der Kasse bei den Handballern. Erstmal Fahrstufe 3, weil die Bremsen noch angelegt sind. Dann geht's nach Bingen rein Hauptbahnhof. Hier noch Bingerbrück heißt eigentlich und früher auch Bingerbrück hieß. Als direkt in Bingen an der Brücke war. Ich muss nachher noch ein bisschen warnig machen. Das ist der Liga. So, jetzt, je nachdem, was wir für eine Einfahrt in Bingen bekommen, können wir dann schon mal so ein bisschen evaluieren, welches Gleis wir hinfahren bei einer 60er Einfahrt. Bei 40er Einfahrt heißt es normalerweise, dass wir auf die 200er Gleise fahren. Say what? Sie haben Post. Say what? Ich habe manchmal so ganz, ganz komische Wirrungen in meinem Hirn und dann kommt dann sowas bei rum. Müsst ihr immer so ein bisschen entschuldigen. Manchmal bin ich ein bisschen ballerballer in der Birne. Hier nebenan haben wir wieder rumgemotzt. Kannst du echt nicht mehr hören langsam. Das Kind motzt die Mutti an, die Mutti motzt das Kind an. Das geht den ganzen Tag so.
Dann lohnt sich das Gas geben, ist eigentlich nochmal. Dann kommt das nächste Hauptsignal. Auf Fahrt erwarten sogar. Dann schalte ich noch mal ein paar Kohlen auf hier. Gestern kam einer meiner liebsten Otto-Filme, sag ich dann, James Bond-Filme, und ich bin eingeschlafen bei Octopussy. Brauche ich aber wahr. Ich mag den Film, weil ich diese Zirkusszene zum Schluss so geil finde. Also das ganze Gedöns, die. Sollte am Hauptsignal eine 90er Vorankündigung sein. Halt erwarten. Unter 85 sind wir, das sollte kein Problem werden. Nur an den 500 Hertz Magneten denken. Aber da sehe ich auch kein Problem. So, das alte Reiterstellwerk, das ist heutzutage übrigens auch besichtigt, also könnt ihr besichtigen. Da haben wir noch richtigen Überblick über die Bahnhöfe gehabt damals. Und Krieg. Wahnsinn, was das hier für Bahnanlagen sind und was es heute gibt. Heute gibt es hier das Gleis 103 noch. Und das ist ganz links das Gleis am Bahnsteig und dahinter ist nur noch ein weiteres Gleis, an dem die Transregio ihre Regionalbahn abstellt, die momentan nicht gebraucht werden, also nicht im Einsatz sind. So, dann haben wir die Fahrt geschafft. 1 Stunde 3 Minuten insgesamt unterwegs. Das ist gar nicht so viel jetzt. Aber er sagt auch noch, wir sollen bis um 2:05 warten. Also pünktlich sind wir auf jeden Fall mal gewesen. Und ich denke mal, dass ein Kollege das Ding jetzt weiterfahren wird in Richtung Mainz Hauptbahnhof. Schauen wir mal, was er jetzt zu uns sagt. So, gute Arbeit. Sie sind sicher und ohne weitere Vorkommnisse angekommen. Ein anderer Lokführer wird die Fahrt ab hier fortsetzen. Also sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Da sehen wir mal, wie wir abgestimmt haben. Egal, was da steht. Schauen wir mal. Eine hübsche kleine Goldmedaille. Oh, ich muss mal wieder einen ausgeben. Level 666. Ja, eine glatte Schnapszahl. Und ich war nur, guck mal, hier war ich einmal kurz zu schnell. Da, aber ansonsten sieht das hier, das wäre auch mal kurz. Aber das sieht doch gut aus. Schöner Fahrtverlauf. Aber... Ich liebe ja diese Strecke so einfach mal so ein bisschen zu fahren, aber wie gesagt, ich kenne sie halt wirklich auswendig. Außer Bad Salzig kenne ich auch die ganze Station in der richtigen Reihenfolge. Aber ich würde sagen, ich lade euch zur nächsten Folge wieder mit ein. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne Kommentare da lassen. Däumchen nach oben ist auch immer gerne gesehen. Und für alle von euch, die noch nicht auf dem Discord sind, die sind eingeladen, dort vorbeizuschauen. Ihr seid dort recht herzlich willkommen. Der Link dazu, der ist wie immer in der Videobeschreibung. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, sehr gerne Mitglied werden. In dem Sinne, euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.